Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Infinite Infusion. So, wir sind immer noch am Start mit unserem Evoli. Und ich suche immer noch meinen Münzkorb. Den bestimmt irgendjemand hier hat. Armor oder Skull? Ah, ich kenne mich nicht aus mit den... Moment. So, ich nehme das Skull-Fossil. So. Mal gucken, ob man erkennt, was ich mir da gerade genommen habe. Ah, hier. Hä? Ach, hier. Clown-Fossil? Ah, okay, ist das shit. Ah, da ist es bloß dieses Rodeidon? Rododon? Na, ihr wisst schon. Coin Chase! Jawoll, ich hab's gewusst. Wir können spielen gehen. Richtig zocken. Nein. Nein. Ich möchte kein Geld mehr ausgeben. Ab ins Casino! Evoli, ich zeig dir jetzt die schöne Welt des Spielens. Wo sind die Münzen? Hier lagen doch sonst immer Münzen rum, oder? Hast du ein paar Münzen? Oh, Evoli ist glücklich. Wir können es zurückschaffen. Na dann, mit Mopsgeschwindigkeit. War das hier rein? Was war hier rein? Evoli ist mega glücklich. Ah, you're back. How did the engine work? Wow, it's really similar like a lot. Hey, keep it up. Hast du nicht Lust, Evoli zu bekommen? Ja, wie wär's mit einem Namen? Okay. Okay. Da mussten wir jetzt ewig mit dem Evoli rumrennen, nur damit wir es bekommen. Gut. Oh, ich liebe ja Evolis. Evoli und ihre ganzen Entwicklungen. Bei Pokémon Schwert und Schild habe ich zum Beispiel komplett 6 Evolis am Start. Also die Entwicklungen zumindest. Voll toll. Da, 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 da. So, aber nein, wir wollten eigentlich spielen gehen. Und das machen wir jetzt auch. Und die Stadt ist so groß. Wieso ist die Stadt so groß? Guck mal hier, kann man auch rein. Voll geil. Trattini, yeah. Was ist mit deinem Trattini? Ach, das hast du bei den Slot-Spielen gewonnen. Ah, verstehe. Nein. Nein. Warum wollen die alle Geld haben? Die sind so geldgierig. Okay, dann gehen wir jetzt auch mal ins Casino. Jetzt gehen wir wirklich ins Casino. Ach so, lasst uns mal gleich mal gucken, was zum Beispiel. Ah, Abra. Ja, Abra, ich hab's verstanden. Clefairy, Pansier, Scatter. Das ist bestimmt Sichler, oder? Trattini, Porygon, Clefairy. Ach, Pipi. Pipi. Junges Fräulein, kann ich ein paar Coins bekommen? Nur ein paar? Sie sind verdammt teuer. Aber ich probier's mal. Oh, ist das geil. Alter, das geht echt. Jawoll! So gewinnt man heutzutage.
Das ist so schnell. Aber man kann es schaffen. Oh, 4 Münzen. Jawoll, guck mal hier. Wieder 6 Münzen am Start. Oh, los. Ja, gefällt mir ja gar nicht. Hey. Hallo. Ja? Ja? Ah. Lässt es bleiben. Ja, lass mal spielen. Oh nein. Ach, das ist doch hier dieses. Ah, wie nennt man das? Du musst da gucken, wo die Bomben sind. Und. Voll ein schönes Spielprinzip. So, hier gibt's 7 Münzen. Und hier gibt's 3 Voltoballs. Das sind dann die hier. Und entweder... Ach so, genau. Das ist ein Voltoball. Würde ich jetzt vermuten, dass das so ist. Und dann ist das hier eigentlich auch ein Voltoball. Also kann ich beruhigt... Weil unten sind mich 2. Oh. Ah, so ist das. Okay, probieren wir es nochmal. So, haben wir hier wieder Nuller? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 1. So, das hätten wir schon mal geklärt. Das ist auf jeden Fall ein Voltoball. Ja, es ist immer schwierig. Wo könnten die Voltoballs stecken? Aber hier sind 3er. Okay. Ah, doch alle 3 hintereinander. Fies. Fies. Und wenn ich mir das angucke, die 2 hintereinander, die... Oh, ha, 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 ha. Ja, komm. Nö. Ich wollte jetzt nicht mehr spielen. Denn wir wollen... Richtig. Warte, kurz Pokémon-Team. Alles gut. Okay. Oh. Was? Du glaubst, da ist etwas? Da ist nichts. Okay. Ah, mir fällt gerade ein, ich habe euch ja versprochen in der letzten Folge, euch die Weiterentwicklung zu zeigen. Ah. Echt unschön von mir. What? Team Rocket have gotten a Pokémon Ball? Oh. It's not so good. Wo ist denn sie hin? Oh. Alter, ist das geil. Mit der Arena-Leiterin. Okay, das ist cool. Das ist cool. Aber ich verspreche euch, in der Folge wird sich Schnapper entwickeln. Wirklich, versprochen. Die letzte Folge...
Da kam mein Junge rein und den musste ich nochmal was vorlesen und da zog sich die Folge fast eine halbe Stunde hin und dann habe ich das vergessen. Es tut mir leid, ich wollte das so als Special fürs Ende machen. Bitte verzeiht mir. Wenn wir einen Teamkampf haben, dann machen wir auch einen Teamkampf. Ich hoffe, sie kämpft auch im Team mit uns. Bam, da bam, ba da bam, bam, ba da bam, bam, ba da bam, bam, ba da bam, bam, da bam, da bam, da bam. Ja. Oh nein, warum hast du das getan? Aber Level 30, oh mein Gott. Was? Sehr effektiv und das Vieh ist gleich weg. Okay. Ja, ihr könnt ruhig da drauf gehen. Na, aber. Oha. Und damit ist Tanguldrigger oder so, wie auch immer. Nein, nein, böse, aus, spinnst du? Klokat. Ja, ein bisschen stone die Viecher, ey. Ey, das ist ja Level 28, ist sicher jetzt erst. Ich habe auch nichts, um irgendwie großartig Schaden zu machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Flucht wird erhöht. Oh nein. Das sieht cool aus. Aber das ist schon wieder gefährlich. Nein. Ich muss tauschen. Schnapper hat ja nur Nachteile bei diesen Zweien. Was war das? Alter! Warum kriege ich eine Pflanzen-Arena-Leiterin, wenn es hier runter in diese Gifthöhle geht? Erstmal Trill. Oh, sie wechselt sogar. Das ist ja cool. Normales Bisa-Knosp? Warum das? Koffing. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das trifft. Nein, es trifft natürlich nicht. Ah, verdammt. Okay. 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 Wie kann man so ein Kamikaze begehen? Wahnsinn. Nicht vergiften. So, und dann Donnerpunch. Ja. Super. Mensch, dieser Floor ist ja doch was drauf. Das sieht ja schon wieder cool aus. Aber es ist schon wieder kacke. Ich kann es nicht angreifen. Ah, vielleicht explodiert es ja auch von alleine. Wow. Wow. Ich weiß halt nicht, was sie für Fähigkeiten übernommen. Ah, ist sie doof. Super, super cool. Super geil. Wird unser Team endlich wieder geheilt? Cool. Das ist natürlich cool.
Super Rippe. Alter, die Musik. Oh, Slimer, ich will nicht mit dir spielen. Das Pokémon-Lied. Gleich gibt es Ärger. Richtig Ärger. Gleich gibt es Ärger. Richtig Ärger. Wir sind die Bösesten auf der Welt. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Lied vorher nochmal gelernt. Gleich gibt es Ärger. Richtig Ärger. Gleich gibt es Ärger. Ich habe keine Bodenattacke, das ist doof. Ultraball. Cool. Wir sind die bösen Schurken und klauen eure Pokémon. Oha! Das ist eine... Ja, ich nenn's mal Schönheit. Hilfe, wie sah's aus? Oh. Das ist schon cool, dass man hier fusionierte Pokémon fangen kann und die dann wieder defusionieren kann, um ein neues Pokémon aus der Fusion zu bekommen. Deswegen hoffe ich ja, dass ich vielleicht so mal Simsala oder eine Gengar-Fusion finde. Koffing und Koffing. Leuchtet ein. Na, Tangul-Träger, was los hier, hä? Oh, da ging zwei, kannst du auch nicht ankommen. Also, das ist schon fies. Aber da kommt schon wieder Klokut. Ich finde das so cool. Das ist eine coole Mischung. Also, Owei, Duflor ist schon echt mega cool. Dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, hat es aber eine Menge abgezogen. Raticate. Nee, erstmal hier auf Koffing. So, und damit überlebt eventuell Klokat mal ein bisschen. Alter, ist das hässlich. Alter, warum? Warum tut man das denn einem Tentoxer an? Warum sind denn wirklich alle Attacken bei der so effektiv? Oh, dass man nicht... Ja, ich verstehe. Oh, jetzt ist mal bei Tentai Cat eingesetzt. Bei Ratioxa. Ching! Interessante Kämpfe. Also, sieht man noch mal einiges. Und ja, super. Ah, jetzt kriegst du mal wenigstens wieder... Alter, die Fähigkeit Kloake. Ist das fies. Ist doch Kloake, oder? Auf jeden Fall so wie Absorber oder solche Attacken, dass die Gift ziehen und damit sich nicht heilen, sondern schaden. Das ist ja extrem mies. Richtig hier. So. Klar. Warum denn nicht? Ein fettes Slimog, ey, richtig. Das gibt bestimmt Erfahrungspunkte. Nein, nein.
ich habe meinen Goldfisch vergessen zu füttern. Und das ist auch nicht so die beste Idee. Ich bin da mal raus, wa? Das Praktische ist ja jetzt, die heilt mich immer, aber ich möchte trotzdem mal ganz kurz raus. Ja, warte mal kurz auf mich. Bin gleich wieder da. Oh, Freunde, es entwickelt sich. Ich hab's mal ganz kurz trainiert. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie es aussieht. Oh nein. Was ist das denn? Oh nein. Warum hat das jetzt hinterher? Oh. Ach, hey, das sieht ja... Warum... Okay, es gibt nur eine Möglichkeit, dass es eventuell hübsch wird, aber dazu brauchen wir noch einen Finsterstein. Und sowas habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden. Ich kann es ja mal mit einem Mondstein versuchen. Nein, ich brauche definitiv einen Finsterstein. Ob man den eventuell im Dings kaufen kann? Dort in diesem Einkaufszentrum. Weil früher konnte man da jeden Stein kaufen. Ich hoffe, es ist nicht allzu hässlich. Ich hoffe, es ist nicht allzu hässlich, die letzte Entwicklung. Weil ich finde ja eigentlich dieses Schwert und Schild echt cool. Also dieses Pokémon. Aber das sieht echt ein bisschen sehr seltsam aus. So, habt ihr ein paar Steine? Nein, ihr habt Attacken. Du hast ein paar Steine. Nein, du hast was auch immer. Gras, Gem etc. Man könnte auch nochmal kurz mit allen reden. Vielleicht sagt einer, oh, ich habe einen Stein zu viel gekauft. Bitteschön. Ah. Ich glaube, hier gibt es bloß HP ab und so. Genau. So, dann gucken wir mal hier rein. Ah, das ist so... Angriffsplus und sowas. Alles ein Zeug, was man im Kampf benutzen kann. Da! Nein! Eisstein? Ein Eisstein? Okay. Ah, ist schade. Ich habe gedacht, ich krieg hier meinen Stein. Aber na gut, dann ist dem nicht so. Dann müssen wir irgendwo draußen einen Stein finden. Ein Finsterstein. So, meine Freunde. Diese Folge ist etwas kürzer. Und ich werde... mir was einfallen lassen mit Fukano, weil ich werde Fukano erstmal mit ins Team nehmen, damit wir überhaupt mal wieder ein Pokémon haben. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, seid ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, dürft ihr auch deinen Kanal abonnieren. Ich würde mich mega freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.